Warte mit Soul Reaver 2, wir holen uns den Shadow Reaver, hier kommt ein Geist raus, den Geist besiegen wir, typisches Spiel wie immer, er gibt uns keine Seele, kehrt zur Schmiede zurück. Hier ist auch eine Lichtschmiede, ein weiterer Geist, der jetzt natürlich schneller tot geht, weil der Reaver geladen ist. Und ich hole mir den Lichtreaver. Und ich glaube, hier kommt ein Schnitt. Wie gesagt, ich bespreche jetzt immer noch nach. Ja, hier kommt ein Schnitt. Wir gehen natürlich in diese Tür hier. Unten ist das Lichtsymbol, das man auch in der Lichtschmiede sehr oft gesehen hat. Hier ist ein weiterer Geist. Ich nenne die Typen einfach Geister. Ich weiß nicht, wie sie offiziell heißen, ob sie offiziell einen Namen haben, ob ihre Eltern sie getauft haben oder ob sie sie einfach hassen und namenlos ließen. Es ist mir egal. Ja, auch hier schleicht sich ein bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen das Motiv der Wiederholung ein. Hier ist ein Schildtyp, den wir besiegen. Wir holen uns den blauen Schild, setzen ihn in die Tür ein, mit dem blauen Einlass, der genau passend für dieses Schild ist. Was auch wirklich Sinn macht. Es macht Sinn, wirklich. Ich muss schon aufpassen, was ich sage. Und wir kommen in diesen großen Raum. Eine Kamerafahrt verrät uns, dass wir dorthin müssen. Unter Zuhilfenahme des Luftstroms. Hier kommt man übrigens nicht einfach so hoch. Auch hier kommt man nicht einfach so hoch. Ich war wirklich ein wenig verpeilt, als ich diese Aufnahme gemacht habe. Aber hier kommt man hoch. Und hier ist die Lichtschmiede, was mir nichts bringt, weil ich Schatten brauche. Und dort hinten ist die Schattenschmiede. Und da werde ich getroffen. Und darüber zu springen bringt natürlich nichts, weil man vom Luftstrom abgefangen wird. Auch da hoch zu springen bringt nichts. Der Weg bringt immer noch nichts. Sag mal, wie verwirrt war ich eigentlich? Und auch das bringt nichts. Kurze Rede, langer Sinn. Wir machen uns die Gesetzmäßigkeiten des Spiels zunutze. Luft hat in der materiellen Ebene keine Wirkung. Das da ist immer noch zu hoch. Und der Geist nervt. Der Slurk nervt, weshalb wir ihn töten werden. Kann man von töten sprechen? Ich meine, rein technisch gesehen sind die Dinger tot. Aber okay, hier gehen wir hoch. Wir springen darüber, wir kommen jetzt komplett rüber, weil der Luftstrom uns nicht mehr aufhält. Können also hier in die Ebene wechseln, in die materielle Ebene. Und unser Schwert in die Schattenschmiede tauchen. Nachdem der Gegner besiegt ist. Den wir das erste Mal in unserer gesamten Spielerkarriere sehen. Nun einfach da hoch. Wir machen uns den Luftstrom tatsächlich zu nutzen. Um da oben hinzukommen. Aber nein. Tut das nicht. Liebe Kinder da draußen, die sich dieses Video ansehen, tut das nicht. Das ist blöd. Stattdessen müssen wir dort hinunter die Schattenschmiede aktivieren. Denn was wir brauchen, ist der Lichtreaver und auf der anderen Seite des Luftstroms zu stehen. Hier kommt wieder der Lichtgeist. Oder er kommt jetzt zum ersten Mal, auf jeden Fall verspätet und ziemlich komisch. Dann gehen wir über die Schattenbrücke. Hier hoch. Machen uns den Luftstrom zu nutzen. Um da hinzukommen. Und benutzen den Lichtreaver. Und tada! Es funkelt, es leuchtet, es freut sich und es blutet. Jetzt holen wir dieses rote Herz. Nein. Dieses grüne Herz, das grün blutet,
Auch hier wieder kein Opfer der Zensur. Es gibt ein rotes Herz. Glaubt es mir, liebe blutdurstigen Anseher dieses Videos. Es gibt ein rotes Herz. Aber zuerst bringen wir das grüne Herz nach Hause. Denn es wird dort schon vermisst. Was auch logisch ist. Stellt euch mal vor, ich würde plötzlich ein Herz fehlen. Naja, wie auch immer, auch hier Wiederholung. Wir laufen dieses Mal den grünen Gang mit den grünen Edelsteinen an der Seite. Jetzt bin ich schon vorbei. Hinunter, setzen das Herz in die Leiche ein. Diese Cutscene wird... Ah, dieses Mal reagiert Raziel schlauer. Weicht dem Griff dieser Steinskulptur direkt aus. Wir können uns hier auch den Luftstrom zu Nutzen machen, aber es bringt nicht wirklich was. Es bringt gar nichts, wenn ich es mir genau nochmal ansehe. Also laufen wir ganz normal hoch. Und wir laufen. Und laufen. Und wir sind da.